Wir begrüßen Sie aus Australien, zurück beim Weltpokal 2019. Wir sind nördlich von Brisbane an der Gold Coast im Caloundra Stadium. Das ist einer der drei Bereiche hier an der Gold Coast, die größte Stadt in der Region nördlich von Brisbane. Und freuen uns auf das Spiel des Titelverteidigers Brasilien, der unter Druck steht nach der Auftaktpleite gegen Portugal. Heute am frühen Tag bereits ein Unentschieden im ersten Spiel. Heißt, der Verlierer ist ausgeschieden. Brasilien hofft auf Besserung und wir freuen uns zunächst auf die beiden Hymnen. Zuletzt trafen sich beide Mannschaften 2014 bei der Weltmeisterschaft. Da gab es ein 4:1 für Brasilien in der Hauptstadt in Brasilia. Heute wird das Team angeführt von Dani Alves, neu auf der rechten Seite in der Verteidigung. Links Marcelo für Felipe Luis, den Eigentorschützen aus dem ersten Spiel gegen Portugal. Und Gabriel Jesus soll vorne mehr Offensive bewirken und mehr Druck machen für die Seleção. Das hat im ersten Spiel alles, gerade in der Anfangsphase, überhaupt nicht funktioniert. Und Kamerun spekuliert besonders auf die ersten Minuten. Das hat Trainer Clarence Seedorf auch so durchblicken lassen. Keine Veränderung. Choupo-Moting, Basso Gok auf den Außenbahnen, vorne Jai und Toko Ekambi. Doppelspitze 4-4-2, sehr traditionell die Kameruner. Wer verliert ist draußen, wer gewinnt hat alle Chancen auf das Weiterkommen. Es ist die erste brenzlige Situation für den Titelverteidiger hier in Australien. Brasilien ist natürlich Favorit, aber nach dem ersten Spiel heißt es eben auch volle Konzentration jetzt auf Kamerun. Und die Afrikaner wollen das erste Mal überhaupt weiterkommen und können mit einem Sieg einen Riesenschritt machen. Vor dem letzten Spiel gegen Portugal eine Riesenüberraschung zu schaffen. Sie sind der klare Außenseiter. Das hat sich nochmal bestätigt, dadurch, dass die Waliser gut gestartet sind, den Auftakt gewonnen haben gegen Kamerun und jetzt ja auch vorhin gepunktet haben gegen Portugal. Basso Gok geht schon mal gut los mit Manjek. Erste Aktion für Kamerun, gleich mal bis zum Strafraum. Oyongo, Basso Gok, Handspiel gepfiffen von Christian Basso Gok, der einzige bei Kamerun, der nicht in Europa spielt, sondern in China. Alle anderen bei den mehr oder weniger Top-Ligen Europas. Allen voran ein Choupo-Moting bei PSG. Clinton Jai, der Stürmer vorne neben Toko Ekambi, Olympique Marseille. Oder eben auch Onana, der in Amsterdam spielt bei Ajax. Aber klar, Vorteil trotzdem für die Seleção. Weiter morgen. Der Verteidiger links mit den längeren Haaren ist der einzige, der aufpassen muss. Hat gelb gesehen im ersten Spiel gegen Wales. Wird mit einer zweiten Karte gesperrt für das Gruppenfinale gegen Portugal. Bei Brasilien keine Karte aus dem ersten Spiel, heißt keine drohende Sperre für das Spiel gegen Wales. So, Ballverlust. Sowas wollte Brasilien vermeiden. Es gibt keinen Freistoß für Kamerun. Choupo-Moting. Und in meinen Augen Glück für Dani Alves, der die Kapitänsbinde übernommen hat von Neymar. Chichi hat durchgegriffen, hat ja eine Zeit lang auch dieses Amt immer rotieren lassen. Jetzt soll zunächst mal Dani Alves für dieses Turnier Kapitän sein, nachdem im ersten Spiel noch Neymar die Binde trug. Und hat eben auch auf der rechten Seite mit Dani Alves auch einen neuen Mann gebracht, weil über Brasiliens rechte Seite sehr viel kam bei den Portugiesen.
Links Felipe Luis in einigen Phasen überfordert. Heißt nicht, dass er weg ist. Das hat Cicic ganz klar gesagt. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir schauen, was im Training passiert. Wir haben ein paar Sessions zwischen den Spielen, auch wenn wir weit reisen müssen. Aber da ist noch nichts verloren. Für Felipe Luis ist die Tür offen. Marcelo muss sich beweisen. Glück für Kamerun. Oyongo. Banana. Gut gemacht. Schöne Kombination bei Kamerun. Oh, was für ein Fehler. Lisson Jai mit der Chanceposten. Toko Ekambi. Riesenbock von Alisson. Okay, da ist es schon gelaufen. Spektakuläre Bilder bei Njai gegen, bei Toko Ekambi gegen Thiago Silva. Aber davor die Riesenmöglichkeit. Njai frei vom Tor. Nur noch Alisson vor sich. Das waren Elfmeter im laufenden Spiel. Richtig Glück für Brasilien, dass das hier nicht schiefgegangen ist. Viertelstunde gespielt und die größte Möglichkeit des Spiels war eine Doppelchance. Und die für Kamerun. Ist ja nicht so, als hätten Titelverteidiger bei den letzten Turnieren es gut gehabt bei Weltmeisterschaften. Also Italien raus, Spanien raus, Deutschland raus. Schauen wir mal, ob es beim Weltpokal jetzt auch so weiterging. Im letzten Jahr blieben die Titelverteidiger, die deutsche Mannschaft, von so einem Fluch verschont. Aber Brasilien mit den Eindrücken heute könnte dicht dran sein. Sie brauchen einen Sieg. Das ist im Grunde genommen klar. Unentschieden könnte reichen, aber dann muss gerechnet werden. Onana bleibt ganz ruhig und fängt die Flanke sicher. Njai. Coutinho für Willian, nicht im Abseits. Choupo-Moting gut verteidigt und dann auch noch den Einwurf verhindert. Super von Erik-Maxim Choupo-Moting, schon wieder Alves für Willian. 1:0 Brasilien. Und Willian macht das Tor nach dem Fehlpass. Da ist eigentlich alles geklärt. So, jetzt löst sich da plötzlich Alves und Willian. Verwandelt gegen Onana ins kurze Eck. Sieht nicht unhaltbar aus für den Torwart der Kameruner, aber der Fehler, der war davor. Das war dieser verschenkte Ball an Dani Alves, der Kapitän, der neue Mann auf der rechten Seite, schafft sofort für Verbesserungen. Brasilien führt, sieht plötzlich alles wieder ganz anders aus. Und das Tor von Willian, das haben sie sich genauso gewünscht. Möglichst früh treffen. Mit dem Gefühl, es geht doch. Samuel Anguissa gegen Coutinho. Das ist gefährlich. Marcelo. Paulinho. Idee war stark. Aber Kamerun behält die Nerven. Onana behält die Nerven und steht einfach und wartet auf den Ball. Könnte das Spiel jetzt verändern, dass Brasilien dieses Tor gemacht hat?
Die Gruppenphase 2018, das sei dazu gesagt, bei Brasilien war alles andere als überzeugend. Gegen Schweden 2-1 gewonnen. Da wurde es am Ende nochmal richtig spannend zum Auftakt. Gegen Japan 2-1 gewonnen. Spiel gedreht. Schöne Flanke. Fast das nächste Tor. Gabriel Jesus mit dem Kopfball. Kriegt aber keinen wirklichen Druck auf den Ball. Also Brasilien dann 3-1 gewonnen gegen Japan nach Rückstand. Gegen England verloren. Und dann kamen die großen Aufgaben. Dann kamen Spanien, Deutschland, Frankreich und der Sieg gegen Marokko im Finale. War auch nicht leicht, aber von den Aufgaben die vielleicht noch gnädigste, zumindest vom Namen her. Im Grunde genommen lauter Finals bis zu einem Finale, das dann nicht so klang, aber spielerisch auf jeden Fall ein Finale war. Hoffen wir darauf, dass das in etwa 2 Wochen in Sydney ähnlich sein wird. Choupo-Moting gegen Alves. Gaetan Wong. Toko Ekambi. Oyongo. Manjek. Basogok. Seine Aktionen wären eigentlich eher die schnellen Läufe. Dafür müsste er dann eigentlich tiefer stehen und nicht vorne schon auf die Bälle warten, weil dann kann er eben auch kein Tempo aufnehmen. Aber schauen wir, was noch geht für Kamerun. Gute halbe Stunde gespielt. Brasilien hätte mit dem jetzigen Ergebnis seine Aufgabe erfüllt und damit ein Endspiel am letzten Spieltag ums Weiterkommen gegen Wales. Vorteil für die Waliser, denen reicht in jedem Fall ein Unentschieden weiter. Neymar, das ist leicht und dann kommt der Pass statt einem Abschluss. Hätte Neymar selber machen müssen oder eben besser querlegen, aber nicht halb Richtung Torwart spielen. Chance vergeben aufs 2-0, Brasilien ist aber wirklich voll da, auch wenn es immer wieder gute Ansätze auch bei Kamerun gibt. Samuel Nkisa. Choupo-Moting war zu früh gestartet, stand im Abseits. Deswegen musste Samuel Nkisa das alleine lösen, um dann später zu spielen. Hat nicht geklappt. Choupo-Moting jetzt für Toko Ekambi. Einwurf Kamerun. Tekeo. Gaetan Wong. Choupo-Moting. Samuel Nkisa. Dürfen frei spielen. Bis etwa zum letzten Drittel. Aber selbst da gibt es erstaunlich viel Möglichkeiten für Kamerun. Samuel Nkisa. Das ist ärgerlich, das ist schade für Kamerun, weil sie davor sicher gespielt haben, gut gespielt haben, tolle Pässe gespielt haben. Und genau das ist es eben. Nicht warten und gucken, bis Brasilien einen Fehler macht, sondern selber spielen. Das ist bis hierhin eine richtig gute Leistung Kameruns. William. Pfosten. Zweite Chance. Jetzt ist er drin. 2-0. Doppelpack für William. Es hätte kaum besser aussehen können zur Halbzeit. Noch wird das Spiel wieder angepfiffen vor der Pause, aber Brasilien hat einen Vorsprung, 2 Tore, 2x William. Die Ideen haben offensichtlich funktioniert. Die Flanke kam von links von Marcelo. William hat ein bisschen Glück, dass der Ball wiederkommt, dass Onana dann auch nicht mehr reagieren kann. Tja, und schade für Kamerun. Ich sag's ganz ehrlich, hier oben sieht man ein Spiel, eine Mannschaft, die Außenseiter ist, die
immer wieder dicht dran ist, immer wieder gute Ansätze zeigt. Man wünscht es Kamerun irgendwie und dann ist es eben doch zur Halbzeit ein Ergebnis, mit dem wir alle gerechnet haben, mit dem zu rechnen war. Es ist noch nicht gelaufen, aber Stand jetzt wird Kamerun auch bei diesem Weltpokal bereits vorzeitig ausscheiden. Es war leider, leider bei den letzten beiden genauso. Aber warten wir die zweite Halbzeit ab. Zunächst mal Brasilien 2-0 vorne. Der Titelverteidiger hätte damit das Aus abgewendet. Das Schlimmste ist scheinbar jetzt schon verhindert. William, toll im Spiel, zwei Tore gemacht, zwei schöne Tore für Brasilien. Wir melden uns gleich wieder aus Kalunda von der Gold Coast mit dem zweiten Durchgang. Brasilien gegen Kamerun. Bis gleich.